Draußen verschneite Winterlandschaften, drinnen wärmende Solebecken. Seit 5 Jahren ist die Salzkammergut-Therme bekannt als Ort der Erholung, im Sommer wie auch im Winter. Früher war das so, dass man das Salzkammergut gedacht hat, ja, das ist was für den Sommer. Und quasi durch die Therme merkt man jetzt, dass es ein Ganzjahresprodukt geworden ist und dass man quasi mit dieser Winterwärme zur Sommerfrische quasi ein zusätzliches Angebot im Salzkammergut etablieren konnten. Pro Jahr kommen rund 300.000 Gäste in die Therme, um dort Kraft zu tanken. Über 40 Millionen Euro wurden seit 2007 in den Neubau der Therme sowie die Infrastruktur investiert. Die Investitionen haben sich ausgezahlt, und zwar im eigenen Betrieb und für die Stadt und für die Region. Wir haben die Gäste verdreifacht. Früher waren es 100.000, jetzt sind es 300.000. Und wenn man sich anschaut, was aufgrund unserer Investition jetzt auch die Privaten investierend haben, wie die Region von dieser Leitbetriebsfunktion profitiert, dann kann man nur sagen, das Steuergeld war sinnvoll angelegt. Das zur Therme angrenzende Gesundheits- und Relax-Hotel Royal konnte die Nächtigungen in den letzten 5 Jahren um 50% steigern. Die Gesamtnächtigungen in Bad Ischl stiegen um 20% seit dem Neubau. Wir haben den Lazy River da im Freien, quasi, wo man sich im Thermalwasser treiben lassen kann. Wir haben die Sauna sehr schön ausgebaut. Und es ist vor allem, man kann kombinieren den Salzkammergut-Urlaub im Sommer beispielsweise mit der Therme. Das heißt, wir haben wirklich Urlaub mit Wettergarantie. Wir haben selber einen Badeplatz am Wolfgangsee beispielsweise auch dabei. Und das ist einfach im Salzkammergut so. Es ist wunderschön, wenn es nicht regnet, aber hier und da regnet es auch. Und da braucht man eben solche Allwetterattraktionen. Und davon profitiert jeder Gast und natürlich auch die gesamte Region. Wir haben hier eine Therme, die quasi mitten in der Stadt ist. Und da haben wir gerade jetzt ein Produkt Wellness-Shopping. Wir kombinieren einen Wellness-Aufenthalt mit Einkaufen in Bad Ischl. Da geben wir 50 Euro Einkaufsgutschein dazu. Im Winter Skifahren, im Sommer Bergsteigen und Baden in den Seen. Und das kombiniert mit einem darauf abgestimmten Kultur- und Wellness-Angebot. Das sei der Grund, warum der Gast gerne ins Salzkammergut kommt. Immerhin zählt diese Region zu jener Region, die für 40% der Nächtigungen in ganz Oberösterreich verantwortlich ist.